Was geht ab, meine Freunde? Welcome back to another reaction hier bei, warum mache ich jetzt überhaupt groß? Alicia Joe, Alicia Joseph, müde, gestresst, blind, wie Smartphones unseren Kindern schaden. Unterstützt durch Produktplatzierung mit Rhino Shield. Let's go. Gehen wir Rhino in das Video, oder? Habe ich diesen Post des Autors Sascha Lobo in den Tiefen von Instagram. Boah, Sascha, du bist schon auf volle Lautstärke gestellt. Und trotzdem bist du zu leise. Gut, ich stelle mich etwas leiser. Instagram entdeckt. Das Reel zeigt sein 18 Monate altes Kind, wie es mit einem Smartphone beschäftigt ist. Und auch den Beschreibungstext möchte ich euch nicht vorenthalten und deshalb einmal kurz hier zitieren. Rio ist jetzt knapp 18 Monate alt und hat, wie man im Video sieht, das Konzept Touchscreen. Street Fighter, dicker wie Rio. Ich denke jedes Mal in dieses scheiß UFO 361 Lied, wenn ich den Namen höre. Zumindest grob verstanden. Gar nicht ungewöhnlich in diesem Alter übrigens. Deshalb bekommt er heute zu Weihnachten sein erstes Smartphone. Im 21. Jahrhundert stellt sich die Frage, wie digitale Erziehung aussieht und vor allem, wann sie beginnt. Nicht wenige Eltern lehnen das komplett ab, nach dem Motto, Smartphones erst ab 27 Jahren, Hashtag Teufelszeug. Wir haben uns entschlossen, die Kinder so früh wie irgend möglich kontrolliert, naja, an die digitale Welt heranzuführen. kontrolliert? Schau dir mal die Hand von dem Kind an. Die Hand von dem Kind ist so groß. Oder das ist meine Hand. Ich sag nicht, dass du anhand der Handgröße bestimmen solltest, wann ein Kind ein Smartphone... Bruder, er ist 18 Monate alt. Es kann scrollen. Dein Kind kann scrollen. Du gibst 600 Euro dafür aus, dass dein Kind scrollen kann. Das Kind wird doch das Handy runterschmeißen. Da kannst du es dir gleich nochmal kaufen. Was ist das für ein dummer Post? Weil jemand etwas durch Ignorieren gelernt hat. In den nächsten Monaten möchte ich deshalb hier dokumentieren und erklären, was wir wie unter Berücksichtigung der aktuellen Studienlage digital mit unseren Kindern lernen und unternehmen. Ja, ich habe nach diesem Post beschlossen, meine zukünftigen Kinder auch so schnell wie möglich an Alkohol, Zigaretten und Pornografie heranzuführen, denn auch hier gilt ja bekanntlich, durch Ignorieren hat noch nie jemand etwas gelernt. Mhm. Spaß beiseite. Mich hat dieser Post tatsächlich etwas zum Nachdenken angeregt. Dass Social Media nicht so wirklich gut ist für unser Gehirn, das haben ja schon zahlreiche Studien nahegelegt. Die hohe Dopaminausschüttung bei Benachrichtigungen und Likes ist einfach dauerhaft und langfristig nicht so das Beste für unser Belohnungssystem im Gehirn. Gerade bei jungen Gehirnen, wie denen von Teenagern, kann das besonders fatal sein. Und ja, dann kommt ja da auch noch das ganze Vergleich. Und dann, wenn du 18 Monate alt bist, mit gefotoshoppten Bildern, Fake News oder so Themen wie Datenschutz dazu. Mittlerweile ist es irgendwie... Also, ich habe früher auch ein Handy gehabt, aber halt, also obviously erst mit 19 Monaten, na Spaß, aber obviously erst, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber halt, so mein erstes Handy konnte halt nur telefonieren und du hast immer so Angst gehabt, wenn du auf diesen Internet-Button gedrückt hast, ne? Aber es war halt da, um mich so mit meinen Eltern zu verständigen. Weißt eh, ich fahre nach der Schule oder mache ich noch was mit meinen Freunden, gehe ich Fußball spielen oder ich mache dies oder ich mache das oder ich habe den Bus verpasst und dann gebe ich meinen Eltern Bescheid, dass ich später komme. Sowas halt. Na, aber wenn das, also was, wofür braucht denn 18 Monate? Du kannst es ja nicht mal weggeben. Dein 18 Monate altes Kind ist ja nicht mal weg von dir. Du willst es einfach instant zum Smartphone-King erziehen. Wozu? Damit es mit 4 auf Facebook und auf YouTube und sowas herumscrollen kann? Wozu? For real? Common Sense, bringt ja nicht mal was. Social Media, ja, aber bitte in Maßen. Aber wie sieht das eigentlich abseits von sozialen Medien aus? Meine Eltern haben mir damals immer gesagt, nicht so viel auf Bildschirme gucken, das gibt viereckige Augen. Aber immer häufiger sieht man heute in Restaurants, in der Bahn oder vielleicht auch bei Freunden zu Hause Kleinkinder, die mit viereckigen dem Augen. Smartphone oder so. Tablet beschäftigt werden. Soll laut einigen Eltern sogar die Entwicklung fördern. Schließlich gibt es ganze Apps oder YouTube-Kanäle, die auf Kleinkinder als Zielgruppe ausgerichtet sind. Auch wenn es auf Erwachsene vielleicht... Das ist nämlich richtig wichtig, wenn du im Restaurant sitzt mit deinem Kind, dass du ihm einfach irgendeine Beschäftigung gibst, damit das Kind weiß, das ist eigentlich überhaupt nicht wichtig, dass wir hier als Familie sitzen oder gerade essen gehen oder sonst was so. Einfach das Kind ablenken. Das Kind permanent ablenken. Generell im Leben einfach ablenken. Vielleicht ein bisschen creepy wirkt. Aber irgendwie muss ich zugeben, ist es auch faszinierend, wenn schon Kinder zwischen 1 bis 3 Jahren gekonnt über das Display streichen, vielleicht sogar Bilder vergrößern oder Anwendungen schließen. Ich meine, das bekommen teilweise nicht mal meine Großeltern hin. Und bevor wir richtig eintauchen ins Thema, noch ein kurzes Dankeschön an den Sponsor dieses heutigen Brummer-Thema-Videos. Rhino Shield macht nämlich genau die Handy, die ihr bräuchtet, wenn euer Kleinkind euer Smartphone... Shout out. Fällt auch. Oh, das ist geil, wenn euer Kleinkind euer Smartphone aus der Hand steckt. Ja, die Kinder, die lernen
lernen das halt von früh auf. Aber es ist halt auch irgendwo interessant, sich so zu denken, yo, jetzt gerade wachsen diese Kinder auf, die schon mit Smartphones in sehr jungem Alter in Berührung gekommen sind. Was passiert mit denen? Was ist das Endresultat? So klar können sie halt mit Smartphones umgehen und so weiter, aber das ist halt, wenn du wirklich dein Gehirn drauf trainiert ist, dass du seitdem du, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, was vor meinem vierten Lebensjahr war, aber wenn du schon vor dem vierten Lebensjahr jahrelange Erfahrung mit Handys und mit Smartphones hast, Bruder, dann kannst du nicht ohne dieses Gerät auskommen. In meiner Beschreibung. Zurück zum Thema. Ich habe mir also die Frage gestellt, was, wenn Sascha Lobo recht hat? Ist es eine unbegründete Medienangst, die wir Millennials haben, wenn wir unseren Kindern das Spielen mit dem Smartphone verbieten? Kann es vielleicht sogar förderlich sein, Kleinkinder schon früh an das Konzept Touchscreen und Tablets heranzuführen? Sascha Lobo spricht in seinem Posting ja sogar davon, dass er die aktuelle Studienlage für seine Erziehungsentscheidung berücksichtigt. Auf Nachfrage seiner Follower gab es zwar keine Auskunft darüber, welche Studien er denn genau meint, aber dafür bin ich ja jetzt da. Die ich mir rausgesucht habe. Ne? Das Phänomen Smartphone und Kleinkinder ist ja noch recht neu. Also als das meine ich ja. Was für Studien wird es da überhaupt schon mal geben? Du kannst halt Studien für Smartphones generell aufstellen, dass du halt dann weißt, yo, das belohnt halt dann das Dopaminsystem, wenn du das und das machst. Das, weiß ich nicht, mindert die Aufmerksamkeitsspanne und sowas. Imagine, du setzt deinem 18 Monate alten Kind oder legst ihm ein Smartphone in die Hand und sagst, let's go, mach. Ein Kleinkind war. Was wird es dann machen? Das wird in erster Linie erstmal, keine Ahnung, TikTok sich runterladen und dann ein paar Fortnite-Tänze und so machen, ne? Noch keine Tablets und mein erstes Smartphone hatte ich irgendwann spät in der weiterführenden Schule. Langzeitstudien, was mit Kindern passiert, die in frühen Jahren viel mit Smartphones und Tablets konfrontiert sind, kann es also noch gar nicht geben. Und es gibt noch eine weitere Herausforderung, vor der die Forschung steht. Der ethische Aspekt. Das ist mir aufgefallen, als ich mir einige systematische Übersichtsarbeiten mit zahlreichen Studien in diesem Bereich durchgelesen habe. Fast alle Studien waren entweder beschränkte und kurzfristige Experimente oder Fragebögen, also das Befragen von Personen oder das Tracken von der Mediennutzung in ihrem Alltag. Das Problem ist, dass man bei letzterem nie genau zwischen Korrelation und Kausalität unterscheiden kann. Ich erkläre euch das mal an einem konkreten Danke, ich wollte gerade nachfragen, Beispiel. Ich bin's blöd dafür. Also in dieser Studie hier wurde zum Beispiel ermittelt, dass je größer der Fernsehkonsum von Kleinkindern vor dem dritten Lebensjahr war, desto wahrscheinlicher war es, dass die Kinder dann im Grundschulalter Aufmerksamkeitsprobleme hatten. Und das kann auf jeden Fall ein starkes Indiz dafür sein, dass der Fernsehkonsum diese Aufmerksamkeitsprobleme auslöst, ist aber keine Garantie, weil ganz viele andere Faktoren des Alltags ja nicht ausgeschlossen sind. Ja, ist safe. Und ich glaube, dass Fernsehen da nochmal wesentlich weniger schlimm ist als Handys. Wesentlich, wesentlich weniger schlimm, könnte ich mir vorstellen. Weil bei einem Fernseher kriegst du einfach ein Programm geboten. Das heißt, du schaltest ein, du kriegst Werbung, du kannst nichts machen. Du musst dir die Werbung anschauen. Du findest gerade eine Folge, die es gerade spielt, findest du langweilig, kannst du nichts machen. Du musst es dir halt anschauen. Bei einem Handy, da kannst du dir alles, da kannst du ein Video also draufklicken, es gefällt dir nicht, nach 2 Sekunden bist du wieder weg, klickst aufs nächste, es gefällt dir ein bisschen besser, dein Gehirn merkt sich, ah, okay, super, ich kann mir das einfach aussuchen, das ist gar kein Problem. Nach einer Minute hast du keinen Bock mehr, du skippst wieder, du machst wieder dies, du machst wieder das. Und in der gleichen Zeit, wo du im Fernsehen eine so eine Folge Peppa Pig geschaut hättest, hast du dir 34 TikToks und 12 YouTube-Tutorials und sonst was angeschaut und du hast dann wahrscheinlich nicht mal mehr die Aufmerksamkeitsspanne, um dieses Kind nach jahrelangem Handykonsum im frühen Alter vorm Fernseher zu setzen. Das musst du mal vorstellen. Werden können. Um es ganz vereinfacht mit einem Beispiel zu sagen, vielleicht geben Eltern, die ihre Kleinkinder viel fernsehen lassen, ihren Kleinkindern auch mehr zuckerhaltige Limos zu trinken. Und diese Getränke lösen in Wirklichkeit die Aufmerksamkeitsprobleme aus. Oder noch mehr tricky, vielleicht setzen auch Eltern ihre Kinder eher vor den Fernseher, wenn sie schon unterbewusst merken, dass diese Aufmerksamkeitsprobleme haben, weil der Fernseher sie dann vielleicht eher ruhig stellt, ja, oder so.
Alles nur Mutmaßungen. Um sowas alles auszuschließen, müsste man klinische Langzeitstudien machen, die aber einfach ethisch nicht vertretbar sind. Also was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, man nimmt Zwillinge und die erzieht man genau gleich, behandelt die. Sorry fürs Brüllen, aber YouTube/Mobilwerbung ist einfach gefährlich. Das kommt halt immer drauf an, was du halt für ein... Also jetzt nicht so, dass es deine Schuld oder sonst was ist, sondern halt, was du so für ein Konsumverhalten hast. So, wenn ich jetzt mich umschaue nach Fahrrädern, dann kannst du dir sicher sein, dass ich auch bei YouTube einfach Werbung für Fahrräder bekomme oder dass ich Werbung für Lieferando bekomme, wenn ich was zu essen bestellt habe letztes Mal oder sonst was. Ja genau, es ist halt einfach komplett random. Da hat eh mal einer kommentiert bei mir so, yo, du machst einfach Werbung für das und das. Und ich so, yo, das ist random. Weißt du, wie viele Leute damals kommentiert haben unter meinem Y-Food-Video, dass sie auf dem Video Werbung für Y-Food haben? Das ist halt das Ding mit YouTube. Genau gleich so gut, wie es geht. Und den einen Zwilling setzt man eben ganz viel vor den Fernseher und den anderen überhaupt nicht. Und dann könnte man relativ genau bestimmen, ob denn wirklich der Medienkonsum schuld ist. Aber ich glaube, uns sollte allen klar sein, dass das ethisch relativ schwierig wäre. Also nicht machbar. Und daher können wir uns im Folgenden, aber auch alle Wissenschaftler da draußen, durch Studien nur annähern an eine Idee von Ergebnis. Eben durch verschiedenste Arten von Studienaufbauten, durch unterschiedlichste Befragungen und teilweise auch durch Experimente mit Tieren. Das wurde zum Beispiel auch in dem eben von mir beschriebenen Fall gemacht, um das Fernsehaufmerksamkeitsspanne-Thema genauer und klinischer zu untersuchen. Die Forscher setzten in einer Anschlussstudie junge Mäuse regelmäßigem Fernsehkonsum aus, also flackernden Bildern und lauten Sounds. Und anschließend konnten sie beobachten, dass diese Fernsehmäuse tatsächlich ein auffälliges Verhalten an den Tag legten, was ihre Laufwege im Vergleich zu nicht mit Fernseher. Das ist so crazy. Das ist so crazy. Beschalten Mäusen anging. Also sie liefen viel aufgeregter herum und zeigten sich laut den Forschern impulsiver und risikobereiter, weil sie sich eben öfter vom Rand der Box wegbewegten. Und damit sollte die Hypothese bestätigt werden, dass Kinder, die im jungen Alter vielen flackernden Bildern und lauten Sounds ausgesetzt sind, ebenfalls immer mehr durch die Mitte laufen. Impulsiver und aufgeregter stimmt, ja. werden und sich einfach nicht mehr so gut auf weniger laute und weniger abwechslungsreiche Aufgaben, wie zum Beispiel das Lesen, Lernen, konzentrieren können. Inwiefern man aber eben solche Experimente mit Mäusen 1:1 auf Kinder übertragen kann, ist fraglich. Um nochmal zu Sascha Lobo zurückzukommen. Ich habe, vermutlich in seinem Sinne, mal aktiv nach Studien gesucht, die das Thema Smartphone und Kleinkinder... Das ist dämlich, das kann man nicht vergleichen. Ich weiß nicht. Also natürlich kannst du es halt nicht so vergleichen. Das sind Mäuse und Kinder. Natürlich sind die Mäuse wesentlich intelligenter. Spaß. Ahmad Neu, ist Mo Moody hier VIP? Na, ich glaube, ich habe gar keinen hier VIP. Ich glaube, dass Mäuse schon ein recht guter Indikator dafür sind, weil, also natürlich, ich befürworte hier gar keine Experimente mit Mäusen oder sonst was, aber wenn das halt jetzt eh schon gemacht wurde und dann halt so die Studien dazu bestehen, es gibt viele Studien, die halt im Verhältnis, oder wie sagt man halt, die halt von Mäusen abgeleitet werden, kann ich VIP? Na, fix nicht. Die halt von Mäusen abgeleitet werden auf Menschen. Deswegen, ja, schauen wir mal, was die jetzt positiv verknüpfen. Und ich muss sagen, ich habe da nicht wirklich so viel gefunden im Vergleich zu den Studien, die es eher negativ verknüpfen. Aber zumindest ein paar positive Aspekte für Tablet-Nutzung mit Kindern konnte ich rausarbeiten. Positive Studien. So kamen die Autoren dieser Studie hier zu dem Schluss, dass gut gestaltete E-Books Vorschulkindern gleich... E-Books sind was anderes als... Oder E-Books, so, wie heißt das? Kindle? Kindle ist ja so ein Ding. Wenn du einfach nur liest damit, dann ist es ja nicht schlecht, dann ist es ja cool. Na, aber... gut und teilweise besser beim Lernen helfen können als gedruckte Bücher. Allerdings war das hinfällig, wenn die E-Books mit Sounds, Animationen oder kleinen Spielen erweitert wurden, weil das die Kinder dann schon wieder ablenkte und das Lernen negativ beeinträchtigte. Für Kinder zwischen 0 und 2 Jahren sprachen die Forscher überhaupt keine Empfehlung für Tablet-Nutzung aus, da diese mehr von Angesicht zu Angesichtsinteraktion mit ihren Eltern profitieren würden. Außerdem wird von den Autoren empfohlen, dass bei älteren Kindern, die Tablets nutzen,
wenn dann bestenfalls Erwachsene am Leseerlebnis. Digga, Ahmad Neuer schreibt rein, findest du Alicia hübsch? Sorry, also ich... Wie kann man, also jetzt... Ich will nichts Böses sagen, ja, aber ist dir so langweilig? Das Teilhaben, also mit ihren Kindern über die Geschichte... Du kannst gerne hier im Chat chillen, ne? Aber Bruder... Oder du bist high, mal schauen. Die Charaktere und so weiter reden, da das die Sprachentwicklung verbessert. Und dieses drüber reden macht man bei normalen Büchern, laut deren Beobachtung angeblich, sowieso viel mehr, als wenn man ein E-Book liest. Auch in Bezug auf das Erlernen neuer Wörter gibt es Studien, die... Ach man, da Druck. Ja, wie schaut's aus mit deinem Maiskolben? Tablet-Nutzung positiv erwähnen und als sinnvoll erachten. Allerdings wird hier in dieser Studie auch deutlich gemacht, dass die größten Vorteile eben dann gegeben sind, wenn Eltern das zusammen mit ihren Kindern machen. Wer das da auch so steht, so, es ist sau interessant, wenn du dir so überlegst, yo, du hast halt ein Kind, wie sie jetzt gesagt hat, so, du siehst Kinder, die halt mit Smartphones und mit Tablets und sowas umgehen können in einem Alter, wo du, keine Ahnung, noch nicht mal laufen kannst, gefühlt. Du hast halt so einen immensen Lernbedarf in dem Alter und du kannst dir Sachen so extrem leicht merken. Ich zum Beispiel, ich habe früher, als Kind konnte ich Polnisch sprechen. So, also jetzt nicht halt die komplette Sprache und so, aber ich konnte mich unterhalten auf Polnisch. Gar kein Problem. Ich kann jetzt gar nichts mehr. Ich kann ein paar Wörter noch. So, weil du als Kind halt einfach alles so, das ist gar kein Problem. Deswegen sind Tablets und so oder so E-Books und sowas vielleicht gar kein so schlechter Ansatz, um Kinder halt mehr in Richtung Wissen zu leiten. Aber das Problem, was ich halt immer wieder sehe, ist, wenn du halt gerade eben dieses Beispiel so Eltern gehen mit ihrem Kind ins Restaurant und das Kind nervt, dann wird dem Kind einfach ein iPad in die Hand gedrückt. So, und das war's. Weil die wissen nicht, was sie sonst machen sollen. So. Machen. Und um noch eine weitere, eher positive Studie zu nennen, diese Online-Umfrage unter 715 Eltern legt nahe, dass das Scrollen auf Touchscreens mit der früheren Entwicklung von feinmotorischen Fähigkeiten bei Kindern korreliert. Also plump gesagt, auf dem Touchscreen scrollende Kinder können auch tendenziell ein bisschen früher Blöcke aufeinander stapeln. Auch hier ist nochmal wichtig, ja, Korrelation, nicht Kausalität. Also ob das eine wirklich das andere bedingt, kann man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Grobmotorische Bewegungen wie das Laufen lernen oder das Sprechen wurden laut dieser Studie übrigens nicht mit dem Scrollen auf Touchscreens positiv in Verbindung gebracht. Und eine letzte noch. Laut dieser Studie... Ja gut, du verwendest ja nur deine Hand und deine Finger so. ...finden Kleinkinder mit hoher täglicher Touchscreen-Nutzung schneller visuelle Ziele bei Suchspielen als Kleinkinder ohne oder mit geringer Touchscreen-Nutzung. Also ich erkläre es nochmal an einem konkreten Beispiel. 18 Monate alte Kinder und 3,5 Jahre alte Kinder, die oft Touchscreens nutzen, konnten unter einer Reihe an blauen Äpfeln schneller den roten identifizieren. Sofern der rote Apfel aber besser versteckt war, unterschieden sich die Touchscreen-User und die Nicht-User nicht mehr. Und auch hier ist laut den Forschern fraglich, ob das denn ausschließlich positiv ist, dieser Aufmerksamkeitsunterschied, den die Touchscreen-Gruppe hatte. Oder kann es im Alltag vielleicht auch nachteilig sein, wenn man versucht, sich auf eine bestimmte Aufgabe zu konzentrieren? Also, die waren doch alle cool. Mal alle positiven Studien, die es zu Kindern und Tablets gibt, die ich gefunden habe, und das waren jetzt noch einige mehr als die hier genannten, ganz grob in ein paar Sätzen in meinen persönlichen Worten als Empfehlung zusammenzufassen. Man kann ältere Vorschulkinder unter gewissen Umständen mit Tablets und Smartphones üben lassen. Wichtig, wir haben jetzt erstmal die emotionalen Fähigkeiten. Wer holt sich so ein Bücherregal und stellt gar nichts rein, Bruder? Oh. Da ist so, bei meinen Eltern zu Hause, die haben so eine Vitrine und da ist so voll viel Platz oben und dann ist da so ein dünnes... So breit ist diese Vitrine, ne? Und dann ist da so ein dünnes Stiftchen oder was auch immer das ist, ist da oben. Und dann haben sie drüber so ein langes Brett. Und ich habe meiner Mom so zu Weihnachten so eine Kugel geschenkt, so wie so eine Schneekugel. Ne? Da sind so Herzchen drinnen und da ist ein Bild von mir drinnen. Und dann steht so, dein Sohnemann. Da hat sie sich gefreut, das hat sie dann darauf gestellt. Und Smartphones üben lassen. Wichtig, wir haben jetzt erstmal die emotionalen Fähigkeiten. Du würdest nichts reinstellen? Bullshit, ich hätte so viele PlayStation-Spiele, die ich da
sozialen und gesundheitlichen Aspekte außer Acht gelassen. Es geht nur ums Lernen, das in manchen Hinsichten durch Tablets auch leicht positiv beeinflusst werden kann. Allerdings sollte dabei genau überdacht werden, welche Programme, Spiele oder Videos genutzt werden. Das Ganze sollte auch immer in Maßen passieren und bestenfalls sollten Eltern mit ihren Kindern zusammen vor diesem Tablet sitzen, um ihr Lernen eben zum Beispiel durch Unterhaltungen über das, was dort passiert, zu fördern. Kinder zwischen 0 und 2 oder 3 solltet ihr generell eher von jeglichen Bildschirmen fernhalten, da die sowieso erstmal überhaupt nicht verstehen, was da passiert. Und weil die wenigen positiven Aspekte, die es da gibt, meiner Meinung nach nicht so signifikant sind, dass es sich lohnt, die negativen dafür in Kauf zu nehmen. Und dafür schauen wir uns jetzt mal die Studien an, die Mediennutzung bei Kleinkindern eher kritisch einordnen. Negative Studien. Ja, was soll ich sagen? Es gibt viele. Ich würde euch sagen, ich biete euch einfach mal einen bunten Blumenstrauß an Themen und Studien an, die ich zu diesem Thema besonders spannend fand. Fangen wir an mit dem 2D-Dilemma. Wir kommen zu einem Aspekt, in dem wir quasi mit dem 2D-Dilemma uns als Erwachsene, aber auch als Teenager oder Schulkinder nur sehr schwer reinversetzen können. Babys und Kleinkindern fällt es recht schwer, zwischen der zweidimensionalen Bildschirmwelt und der Realität zu switchen. Was ich damit meine, sieht man ganz gut an dem folgenden Experiment einer amerikanischen Wissenschaftlerin, welches der Sender Arte für eine Doku aufgezeichnet hat. Die Wissenschaftlerin versteckt in einem Nebenzimmer einen rosa Plüschhasen und das Ganze darf ein zweijähriges Kind über einen Bildschirm beobachten. Wenn das Kind nun aufgefordert wird, dieses Stofftier in dem gezeigten Nebenzimmer selbst zu suchen, findet das Kind das Stofftier nicht. Beziehungsweise nur durch intensives Suchen. Andere Kinder... What the fuck? Das ist crazy. Das ist gerade. Wach auf, es ist deine Zeit. Dann dieses Kind. No front, das ist ja gesehen, bist du dumm? Nein, Spaß, das war ein Spaß, ja. Das ist crazy. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Denen das Verstecken im Raum selbst gezeigt wurde und nicht über einen Bildschirm, fanden den versteckten Hasen deutlich schneller. Kinder in diesem jungen Alter beherrschen einfach noch nicht die Transferleistung, um von 2D... Aber was wäre... Ja, umgekehrt wäre es ja dann genauso, oder? Wenn du dem Kind zeigst in der realen Welt, yo, ich verstecke den Hasen jetzt hier drunter und dann setzt es vor dem Monitor und sagst, er soll dahin zeigen, wo der Hase ist, dann müsste das ja auch nicht können, ne? D auf 3D umzudenken. Das bestätigen auch weitere Experimente. Ist auch irgendwie logisch, war für mich aber trotzdem irgendwie total überraschend, mal so zu sehen. Was ich für mich daraus mitnehme, wenn ich also einem Kind zum Beispiel beibringen will, wie man gewisse Klemmbausteine... Oder es ist einfach nur ein dummes Kind. Das hast du jetzt geschrieben, Handsome Hardy. Das Kind ist sicher intelligent, das Kind weiß nur nicht, wie es das differenzieren kann. Dafür kann es nichts. Ich hätte das wahrscheinlich als Kind auch nicht gekonnt. Bausteine zu einer Figur zusammensetzt, dann sollte ich das immer mit dem Kind zusammen haptisch machen und ihm in 3D zeigen. Es bringt einfach nichts, so einem kleinen Kind jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Tutorial auf einem Tablet zu zeigen, weil es das einfach nicht transferieren kann in 3D. Und das bestätigt auch nochmal die Kinderpsychologin in dieser Doku. Sie sagt, dass sich die Lernleistung mit dem Bildschirm bei solchen Sachen um etwa 50% verringert im Vergleich zu echter Interaktion. Nächste interessante Studie aus unserem Bouquet, die Sache mit dem Schlaf. Die erste größere Studie über dieses Thema geht auch aus der eben schon mal erwähnten Umfrage unter 715 Eltern hervor. Hier in der Studie wird vorausgesetzt, dass Fernsehzeit und Videospiele durch bereits zahlreiche Forschung auf jeden Fall schon in Zusammenhang gesetzt werden mit Schlafproblemen und schlechteren Entwicklungsergebnissen. Also ich weiß nur, dass wenn du halt auf dein Handyscreen schaust, dass du dann durch dieses blaue Licht quasi, ist das das blaue Licht? Keine Ahnung. Das ist dann quasi irgendwie, oder das gelbe Licht, was weiß ich, so Sonnenstrahlen imitiert, oder dass dein Gehirn, dass es glaubt, dass die Sonne scheint und deswegen wirst du automatisch weniger müde. Drum kannst du das teilweise bei den Handys, das blaue, okay, dann kannst du das bei den Handys auch so einstellen, dass du halt das blaue Licht nicht mehr hast. Oder weniger. Bei Kindern. Also das schon mal als Randinfo für euch.
Fernsehen macht jetzt nicht unbedingt viereckige Augen, aber bei Kindern sollte man es mit dem Fernsehen gucken lassen nicht übertreiben. Hier wurde aber eben geprüft, wie es denn mit der Nutzung von Tablets und Smartphones ist bei Kindern zwischen 6 Monaten und 3 Jahren. Andere Faktoren wie Fernsehzeit, Alter und Geschlecht der Kinder, aber auch Bildungsgrad der Eltern wurde versucht rauszurechnen. Und danach bestand immer noch eine erkennbare Korrelation zwischen Touchscreen-Nutzung und kürzerem Schlaf sowie einem länger dauernden Einschlafprozess der Kinder. Was bedeutet verkürzter Schlaf? Ganz grob kam die Studie darauf, dass sich pro Stunde Touchscreen-Nutzung der Schlaf des Kindes um etwa 15 Minuten verkürzt. Für die Anzahl der nächtlichen Aufwachvorgänge wurde übrigens keine Veränderung beobachtet. Systematische Reviews und Meta-Analysen kommen zwar zu dem Schluss, dass, wenn man viele Studien vergleicht, die Auswirkungen von Touchscreens auf den Schlaf eher gering sind, trotzdem sind sie da. Und wer Kinder hat, kann sicher bestätigen, dass das Thema Schlaf echt ein Kernelement ist, gerade in der ersten Zeit. Und ja, Eltern quasi sehr froh sind um jede Minute Schlaf, die das Kind hat. Und ja, das kann ich bestätigen. Also ich habe zwar kein Kind, aber ich war tatsächlich mal eins. Ja, einfach glücklich sind, wenn das Kind viel und lange schläft. Zusätzlich weiß man auch, dass Schlaf in diesem jungen Alter eben essentiell für die kognitive Entwicklung ist. Und jetzt kommt ein kurzer Einschub von mir, auch wenn das unwissenschaftlich ist, aber ihr guckt hier schließlich mein Video. Ich als Mensch Mitte 20 merke, wie sich mein Medienkonsum auf meinen Schlaf auswirkt. Also wenn ich abends streame, wenn ich da Videospiele spiele, dann merke ich sehr, sehr deutlich, dass ich danach länger brauche, um runterzukommen, länger brauche, um final dann auch einzuschlafen. Dazu gibt es ja auch bereits schon eine Vielzahl von Studien. Aber auch wenn ich mein Smartphone noch bis kurz vor dem Einschlafen nutze, bin ich morgens tendenziell müder. Das habe ich zahlreiche Male in den letzten Jahren beobachten können. Und ja, was bei mir immer voll schlimm ist, ist, dass ich, wenn ich aufwache und dann am Handy bin, dann kann ich nicht vom Handy weggehen, weil das ist einfach, oh, ich hasse es. Ich hasse Aufstehen über alles. Vielleicht ist es nur bei mir so und wahrscheinlich lässt es sich auch nicht. Was ist mit den Menschen, die einfach Morgenmenschen sind, die einfach aufstehen können und einfach straight ab geht's und direkt arbeiten und so? Das ist so ein Vorteil. Weißt du, wie viel Zeit du dir in deinem Leben damit sparst? Dann wäre ich heute nicht um 14.30 fertig gewesen, dann wäre ich heute um 12.45 fertig gewesen. Hätte ich heimfahren können, wäre ich fertig gewesen. Ich eins zu eins auf solche Babys Leute haben die Kontrolle über ihr Leben verloren. Tablets übertragen. Die haben gewonnen. Aber alleine mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich meinem Kind abends eher vorlesen würde, als es auf dem Tablet spielen zu lassen. Alleine, weil es mir mit Lesen abends im Schlaf dann besser geht. Aber da könnt ihr auch gerne eure Erfahrungen teilen, wenn ihr selbst Kinder habt. Kommen wir zum dritten interessanten Negativfaktor von Smartphone-Nutzung in jungen Jahren. Kurzsichtigkeit. Kommt vielleicht überraschend und ist jetzt auch mal ein Fakt, der nicht mit der Entwicklung der Kinder, sondern konkret mit einem Körperteil in Verbindung steht, nämlich den Augen. Nein, die werden zwar nicht viereckig, wie unsere Eltern so schön gesagt haben, aber die können tatsächlich krass darunter leiden, wenn wir unser Smartphone in unserer Kindheit und Jugend häufig nutzen. Vor allem China ist da... Ah, China. By the way, voll crazy, wie sich der Körper halt direkt nach der Geburt oder wenn du halt solchen Faktoren ausgesetzt bist, ich sag jetzt mal anpasst, weil wenn du die ganze Zeit so hier so ein Tablet vor der Nase hast, dass sich dann instant so deine Augen so, ja, die Distanz, die brauche ich am ehesten, deswegen bin ich jetzt kurzsichtig. Das hört sich, das ist jetzt die wissenschaftliche Erklärung, aber nein, es ist for real crazy. Sehr groß in der Forschung. Und auch hier, ne, nochmal als Disclaimer, haben wir immer das Problem Korrelation, Kausalität. Grundsätzlich ist man aber vereinfacht der Annahme, dass viele Aktivitäten, die nah am Auge stattfinden bei Kindern, ne, also zum Beispiel aufs Smartphone gucken, Kurzsichtigkeit extrem begünstigen. So, jetzt habe ich eine Theorie. Was ist, wenn ich, weil Kinder, jetzt pass auf, Alicia, wenn Kinder nicht den Unterschied zur dreidimensionalen Welt wahrnehmen, drücke ich meinem Kind jetzt ein Tablet in die Hand, ja, und auf diesem Tablet sieht es eine Hand, ihr müsst euch das jetzt vorstellen, hier ist so das Tablet, und der Bildschirm ist halt so eine Hand und hält da hinten ein Handy. Quasi das Handy ist 2 Meter entfernt, ja. Wird es dann kurzsichtig oder nicht? Das ist die Frage, die wir uns alle
nicht stellen sollten, weil sie fucking unnötig ist. Und das ist jetzt erstmal egal, ob es Lesen ist, Hausaufgaben machen oder ins Smartphone gucken. Und das ist jetzt auch noch... Hab früher nur Bücher gelesen und heute die dickste Brille der Welt. Glaubst du, ist das deswegen? Vereinfacht gesagt, aber gerade bei jungen Menschen, bei denen das Auge noch wächst, und das sind Menschen bis 20, ne, also vielleicht auch ein paar von euch da draußen, kann das Auge falsch wachsen, wenn es sehr häufig auf kurze Sicht und kurze Distanzen justiert ist. Und da gibt es tatsächlich Studien in China mit größeren Schülergruppen, wo gemessen wurde, ob mehr Zeit im Freien, wo man halt auch mal 500 Meter in die Ferne schaut, diese Kurzsichtigkeit verhindert. Also nicht verhindert, aber vielleicht weniger eindämmt. Lässt, wenn ihr wisst, was ich meine. Und tatsächlich tut es das. Also zumindest laut dieser Studie. Also da kam raus, dass bei 6-jährigen Kindern in Guangzhou die zusätzliche 40 Minuten... Ha, ich bin weitsichtig. Also wirklich, wirklich dem mit viel Bildschirmzeit entgegen. Ja, das ist nämlich der Trick. Für dich wird Bildschirmzeit tatsächlich verschrieben vom Arzt. Outdoor-Aktivitäten in der Schule hatten, also als so eine Experimentgruppe, im Vergleich zu der üblichen Aktivität, dass die zu einer verringerten Kurzsichtigkeitsinzidenzrate in den nächsten 3 Jahren führte bei diesen Kindern. Und jetzt wird es richtig wild. Jetzt kommt uns nämlich die Corona-Pandemie mal forschungsmäßig zugute. In 2020 ist der Anteil der kurzsichtigen 6-Jährigen in China in die Höhe geschossen. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich dachte kurz, ihr sagt verringert, aber nein, das müsst wegen am Homeoffice, ne? Das Kind im Homeoffice, ne? Wegen am Home Learning und so. Und oder? Wir reden jetzt nicht von 15 Leuten, die da irgendwie untersucht wurden, sondern von sage und schreibe 123.000 Schulkindern. Während 2019 noch 5,7% der 6-Jährigen kurzsichtig waren, okay, stieg diese Zahl 2020 auf satte 21,5%. Und auch bei den 8-Jährigen gab es noch einen erheblichen Anstieg. Ja, und ja, die Forscher schlossen daraus, dass vor allem jüngere Kinder, bei denen der Augapfel noch wächst, vor allem von diesem Homeschooling, von weniger Aktivität im Freien und so weiter betroffen waren und ja, wie soll ich sagen, dadurch eben mehr auf kurze Distanz geguckt haben. Also man saß nicht mehr im Klassenzimmer und hat vorne zum Lehrer geguckt, sondern sehr viel auf einen Bildschirm, ist vielleicht auch weniger rausgegangen, weniger zum Sport gegangen und so weiter und so fort, um das jetzt einfach mal vereinfacht in meinen Worten zu sagen. Und dass das eben begünstigt hat, dass der Augapfel sich so zurecht wächst, dass er eben besser auf kurze Distanzen gucken kann. Wow. Ja. Und das wäre ja auch gar nicht so schlimm. Es gibt ja immerhin Brillen und Kontaktlinsen, auch wenn die nervig sind. Aber starke Kurzsichtigkeit erhöht auch das Risiko für Erblindung im hohen Alter. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie ist das mit Babys und Kleinkindern, die ja rasant wachsen in dieser ersten Zeit? Wenn daran habe ich noch nie nachgedacht. Also ich sag dir ganz ehrlich, so ich habe... Wenn du jetzt sagst, ja, Kleinkinder, Smartphones, dies, das, dann denke ich halt zuerst so, yo, muss ich meine Batterie halten? Ah, da. Dann denke ich halt zuerst so, yo, Aufmerksamkeitsspanne, vielleicht, ja, keine Ahnung, Aufmerksamkeitsspanne, vielleicht irgendwie Dopaminausschüttung, überflüssige und dann wirst du irgendwie von nichts mehr stimuliert, was nicht in deinem iPad vor sich geht und so weiter und so fort. Aber halt, das sind halt Real-Life-Auswirkungen, denen du deine Kinder aussetzt, die Alicia Joe jetzt mal schneller recherchiert hat, als du es gemacht hast, obwohl du ein Kind hast und dich bewusst, also der Typ am Anfang, ne, und dich bewusst dafür entschieden hast, deinem Kind das, ich will nicht sagen anzutun, aber weißt du, was ich meine? Die schon Tablets und Smartphones in die Hand gedrückt bekommen. Auszusetzen. Die Zukunft und hoffentlich viele Studien und Umfragen werden es dann vielleicht irgendwann zeigen. Aber um es einmal mal wieder in meiner persönlichen Meinung zu sagen, ich interpretiere die aktuelle Studienlage so, dass ich massiv darauf achten würde, dass gerade junge Kinder nicht zu viel auf diese Bildschirme schauen, beziehungsweise auch immer wieder als Ausgleich im Freien sind, Aktivitäten machen, wo sie sehr weit in die Ferne gucken, tendenziell. Sophia, grüß dich.
Das ist das letzte Video. Und ich könnte jetzt noch viele weitere Studien nennen, bei denen Mediennutzung von Kleinkindern mit anderen... Danach brauche ich eine Bildschirmpause. Aha! ...Dingen wie zum Beispiel mentaler Gesundheit, Übergewicht oder eben Aufmerksamkeitsproblem im Alter in Verbindung gesetzt werden. Auch hier gilt natürlich immer, Korrelation ist nicht Kausalität. Aber bevor ich euch jetzt mit Studien zuballer und den Rahmen sprenge, würde ich einfach ganz kurz erzählen, was ich so für mich daraus geschlossen habe, als ich diese ganzen Sachen gelesen habe. Und ja, da gehe ich Fußball spielen. Das kann sich immer wieder ändern, wenn es neue Studien gibt. Und das ist auch einfach nur eine super individuelle und persönliche Meinung von mir. Aber wenn mein potenzielles Kind zwischen 0 und 3 Jahren alt wäre, würde ich das komplett von Bildschirm... Mein potenzielles Kind? ...Bildschirm jeglicher Art fernhalten. Egal, ja, ob jetzt Fernseher, Tablet oder Smartphone. Ich würde den Fokus ausschließlich auf diese Mensch-zu-Mensch-Interaktion setzen. Und darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Das wird euch wahrscheinlich noch umhauen, dieser letzte Punkt. Aber ja, erstmal dazu, wie ich es handhaben würde. Ich würde den Fokus auf haptische Spiele legen. Wie eben, keine Ahnung, Bauklötze. Ja, Lego und sowas, ne? Spielzeuge... Klappbücher, wo man irgendwelche Dinge machen kann, ihr wisst. Im Vorschulalter könnte ich mir vorstellen, meine Kinder durchaus an Tablets heranzuführen, aber auch nur wenige Stunden in der Woche. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, mit wie vielen Jahren ich so ferngeschaut habe und das alles. Also ich kann mich halt jetzt, also oder wie lange? Ich habe da also obviously als Kind nie drüber nachgedacht oder was das für Auswirkungen auf mich haben könnte oder sonst was. Klar, so als Jugendlicher habe ich extrem viel gezockt und dies, das und YouTube geschaut, das haben wir alle, ne? Aber so, ich glaube, so bis 3 Jahre brauchst du halt null Bildschirm, weil das Kind, das kann ja jetzt auch nicht mal wirklich, das checkt, du kannst ja dem Kind auch nicht mal wirklich was beibringen, so mit einem Tablet oder sonst was, das checkt das nicht. Na, wie sie gesagt hat, der einzige Vorteil ist maximal, dass du so ein bisschen bessere kognitive Fähigkeiten zu deiner Hand entwickelst. Bruder, das kann ich auch, wenn ich mit meinem Kind Lego spiele oder wenn ich sonst was mache. Aber da habe ich gleich 5, 6, 7, 8 andere Punkte, die negativ wären, habe ich dann damit ausgeschlossen. Immer in Begleitung und mit... Plus, ich habe auch Spaß. Lego ist fucking lustig. Sinnvollen Kinder-Apps und auch das Fernsehen, was ja nicht mehr interaktiv ist, würde ich auf wenige Minuten am Tag reduzieren. Und ich weiß, als Elternteil ist es auch einfach manchmal praktisch, das Kind irgendwo... Die Kinder wollen nicht mit... die Eltern wollen nicht mit dem Kind spielen. Und genau das ist das. Wozu holst du dir ein Kind? Ja, wozu produzierst du ein Kind, wenn du... Oder... oder... Ja, gut, wie sage ich das jetzt am besten? Ich weiß schon, dass es eine andere... dass ich das jetzt nicht einfach so urteilen kann über Eltern, weil ich habe halt kein Kind, ne? Aber trotzdem solltest du darüber nachdenken, was dazu das Beste für dein Kind ist. Und bevor du deinem Kind antrainierst, sag ich jetzt mal, dass jedes Mal, wenn es herumschreit, dass es das Tablet kriegt und sich dann damit ablenken kann, dann lass es schreien, lass es spinnen, weißt du, was ich meine? Kinder schreien halt. Kinder sind einfach so. Für eine halbe Stunde vorm Fernseher sicher parken zu können. Aber ja, für Vorschulkinder sollte man das vielleicht nicht unbedingt überschreiten, diese Zeit. Ein weiterer Punkt, auf den ich achten würde, wäre, dass die Kinder lernen, Langeweile auszuhalten. Und damit meine ich, dass man zum Beispiel, wenn man in einem Restaurant sitzt, dem Kind eher mal Stift und Papier in die Hand drückt als ein Smartphone. Und auch hier nochmal, dass es gesagt ist, ich weiß natürlich, dass es als Elternteil super schwierig ist, so minutiös auf die Mediennutzung des eigenen Kindes zu achten. Und deswegen würde ich auch nie irgendjemanden für irgendwas verurteilen. Ja, aber ja, ich würde sagen, die Faustregel, die man im Hinterkopf behalten sollte bei dem Thema, ist einfach weniger ist mehr. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, den ich gleich genauer erläutern werde. Ich würde auch darauf achten, dass ich selbst in der Interaktion mit meinem Kleinkind mein eigenes Smartphone nicht nutzen würde. Smartphone-Nutzung von Eltern. Schick ihm einfach Snaps. Was ist los? Jetzt fragt ihr euch sicher, was hat denn das mit dem Kind zu tun? Das guckt ja überhaupt nicht auf diesen Bildschirm. Es hat trotzdem ziemlich viel mit dem Kind zu tun. Es ist so, wie wenn du Eltern hast, die rauchen. So, du siehst es und dann fängst du potenziell eher an zu rauchen. Zumindest habe ich das mal so gehört. Ich kann es mir gut vorstellen. Weil du siehst es und denkst, ja, also... Ja, der wissenschaftliche Kaiser, ne?
ehrlich gesagt. Ups. Es gibt auch auf diesem Gebiet zahlreiche Studien, die eben nahelegen, dass die Nutzung von Smartphones bei Eltern, während sie mit ihrem Kind interagieren, negative Auswirkungen auf das Kind haben kann. Auch hier erstmal ganz vereinfacht erklärt in meinen Worten. Kinder kommen nicht so gut darauf klar, wenn ihr das Spielen mit ihnen unterbrecht, um in den luftleeren Raum zu starren oder eine silberne Platte anzustarren. Denn nichts anderes ist es für das Kind, das ja das Konzept Smartphone überhaupt noch nicht versteht. Ne? Also ihr müsst euch das wirklich so vorstellen. Stellt euch vor, ich spiele mit dem Kind und auf einmal drehe ich mich weg von dem Kind und schaue mit starrem Gesicht 2 Minuten oder was auch immer hier hin. Vielleicht könnt ihr euch grob ausmalen, wie das auf ein Kind wirken könnte, dass das eben nicht versteht, was ihr da gerade macht. Und es macht anscheinend wirklich was mit dem Kind. In einer Studie aus 2022 wurde getestet, wie die Herzfrequenz von Säuglingen anstieg, wenn ihre Mutter während dem Spielen abgelenkt wurde. Das ist eh so gut, dass man sowas halt macht, aber wer kommt auf die Idee, so eine Studie zu machen? Einmal durch ein Smartphone und einmal durch ein echtes Gespräch mit einer anderen Person. Und bei der Smartphone-Unterbrechung stieg die Herzfrequenz der Kinder deutlicher an. Es gab eine physiologische und verhaltensbezogene Reaktivität, was eben darauf hindeutet, dass es für Kinder eine stressige Situation sein kann. Und noch weiter interpretiert eben darauf hindeutet, ja, also wenn ich jetzt mit einer anderen Person rede und deswegen von meinem Kind abgelenkt bin, dann versteht das Kind das natürlich eher, als wenn ich jetzt von einem silbernen Ding abgelenkt bin und einfach irgendwie starr in die Gegend starre. Auch nur hier jetzt mal kurz in meinen Worten gesagt. Und es gibt weitere Studien, die auf Ähnliches hindeuten. Auch das Wörterlernen fiel Kindern in dieser Studie hier schwerer, wenn ihre Mütter zwischendurch telefonierten. Obwohl die Wörter gleich oft in Gegenwart des Kindes genutzt wurden, lernten die Kinder ohne Unterbrechung das Wort signifikant schneller. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass das Kind dann versteht, dass deine Aufmerksamkeit halt einfach auf dem Kind liegt. Das Kind checkt, wie sie gesagt hat, nicht, warum du jetzt die... Also das Kind checkt, wenn du mit einem anderen Menschen redest, dass du mit einem anderen Menschen redest. Das Kind checkt nicht, wenn du auf einmal irgendwo hinschaust. Es denkt sich dann, ah, okay, ich bin nicht so interessant. Oder irgendwas, was ich nicht mal verstehe, ist interessanter für meine Eltern als ich. Und dann ist es vielleicht selber abgelenkt oder dann will es mehr Aufmerksamkeit oder dies, das und überhaupt. Und das, es sind Aspekte, an die denkst du gar nicht. Die Autoren berichteten zusätzlich, dass Kinder von Müttern, die ihr Handy oft für Textnachrichten und Telefonate benutzten, generell schlechtere Lernleistungen aufwiesen. An der Stelle würde ich jetzt sagen, lest euch ruhig mal hier diese Übersichtsarbeit durch. Die ist sehr, sehr gut gemacht und fasst eben viele Studien zusammen. Aber ich weiß, dass das vermutlich fast keiner von euch tun wird. Absolut Deshalb empfehle richtig. Ich euch im Anschluss an dieses Video diesen TED-Talk hier anzuschauen. Der wird von einem 7-jährigen Mädchen gehalten. Der haut mich immer wieder um und der demonstriert ganz plakativ, wie positiv es sich auf die Eltern-Kind-Beziehung und die Lernentwicklung der Kinder auswirken kann, wenn eben so wenig Fernseher, Smartphones und Tablets im Raum sind wie möglich. Danke nochmal an den Sponsor Rhino Shield. Abonniert jetzt gerne noch diesen Kanal, bevor ihr... Ja, sehr, sehr starkes Video. 45 Dislikes, 5800 Likes, ist auch eine ganz, ganz geile Quote. Einfach gruselig, wie wir unsere Realität in einem Gerät verbringen. Als Vater finde ich es immer wieder erschreckend, wie Kinder im Urlaub oder Restaurant mit dem Tablet ruhig gestellt werden. Das ist halt das Ding, ruhig gestellt werden. Unser Sohn darf das nicht. So können sie doch nie lernen, ruhig am Tisch zu sitzen und sich Gedanken zu machen. Das ist halt das Ding. Ich sehe das so oft, wie sie gesagt hat, macht es jetzt niemandem Vorwürfe oder so, der, wenn ihr im Restaurant seid, mit seinem Kind halt einfach da chillt und das Kind hat gerade das Smartphone in der Hand oder so. Ich denke mir dann auch meinen Teil. Na, aber das ist halt, wenn dein Kind schreit oder nervig ist oder sonst was und du gibst ihm das Tablet und dann irgendwann mal gibst ihm das Tablet halt nicht. So, bei mir war das damals also natürlich, es ist halt eine Frage der Erziehung und dies, das, ne? Aber bei mir war das halt nie ein Thema, dass wir rumgelaufen sind im Restaurant oder sonst was, wenn uns gesagt wurde, bleibt sitzen, dann ist es, weißt du, dann sind wir halt sitzen geblieben. Aber sehr, sehr viele gute Punkte in dem Video, die ich tatsächlich nie bedacht habe
Und deswegen ist für mich ganz klar, ich werde keine Kinder kriegen. Na, Spaß. Spaß. Aber wirklich gut.